Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part wieder mal von New Super Mario Bros. U für die Wii U. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir befinden uns mit dem lieben Rosa Yoshi immer noch hier in dieser schönen Wüste hier. Und wir müssen jetzt uns die zweite Münze holen und die haben wir hier oben. Ich freue mich. Und voll gegen die Weltdecke. Und runter. Ey, der Yoshi ist so ein guter Helfer. Und der erleichtert uns wohl viele Sachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht den hätte. Der wehrt sogar die ab, wenn er so fett ist. Ist ja mal geil. Eieieiei. Boah. Das war gerade knapp. Und hoch, Yoshi, hoch. Hoch, hoch. Das ist ja cool, ich kann sogar hintereinander öfter einsetzen. Das wusste ich nicht. Und wir, oh, hab ich gar nicht gesehen. Wir haben jetzt die letzte Sternmünze schon. Ist ja mal Knorke. Hey, bleib unten. Bleib unten. Nein. Okay. Und das nächste Leben. Es ist so, das ist so cool mit dem Yoshi. Das ist mein Lieblings-Yoshi. Also der Grüne ist auch cool, aber das ist mein Lieblings-Yoshi. Folgst mir? Ja. Komm her. Voll cool. Mag den Yoshi. Ja. So. Zweite Welt. Zweites Level. Was ist jetzt das zweite? Oh, was ist jetzt? Wer bist du denn? Wo ist er? Mario! Oh nein, wie schrecklich. So ein Typ hat mein Zeugs gemobst und ist einfach damit abgehauen. Mario, du musst mir helfen. Klar, was soll ich da machen? Also erzähl mir doch mal. Und ja, der Typ ist neu dazugekommen. Der klaut halt und immer die ganzen Items aus dem Laden. Und wenn wir den halt haben, dann kriegen wir was Schönes. Das war mein absolutes Super-Mega-Lieblingszeugs. Und vielleicht werde ich es nie wieder sehen. Ich verstehe nicht, warum du noch hier rumstehst. Er ist in Richtung Heichenheim geflogen. Oh, falls hätte ich es vergessen. Wenn du meine echt eilig hast, spring einfach in diese Röhre rein. Okay. Was mich jetzt auch frage, warum geht der eigentlich mit? Warum geht der jetzt in seine... warum geht er nicht zurück in sein Haus und wartet, bis wir da sind? Nee, jetzt kommt der natürlich mit. Und Yoshi geht auch mit. Cool. So, dann wollen wir mal Mopsy holen. Mopsy ist ganz einfach zu holen. Du musst einfach nur ganz schnell versuchen, den zu erwischen. Und wenn du ihn hast, dann hast du halt gewonnen. So. Mopsy, komm her! Den kennen wir ja eigentlich auch so aus dem Trailer, glaube ich, der damals kam. Ich finde es aber lustig, dass das Spiel 2012 schon rauskam. Und trotzdem von vielen, naja, manche sagten so, ja, das ist nicht so toll, weil es halt immer das Gleiche ist und so. Was ich gar nicht finde. Ich finde eigentlich, dass der Teil hier wirklich schöne Sachen gebracht hat. Mein Zeugs, tausend Dank. Hier, nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich bin so froh, dass es gut da ist und so. Und ein Powerpilz. Zudem, da muss ich noch ein bisschen was erklären, wenn wir da den gesehen haben. Ist voll cool. Und Powerpilz. So, auf geht's. Wieder ein. Wieder so ein Flughörnchenpilz. Finde ich cool. So, auf geht's in die zweite Welt. Yoshi, kommst du? Nee. Sandkuchenwüste. Abschussfrei. Und da sind wir. So, was ist denn jetzt die zwei? Da. Party in der Pokéhöhle. Ach, das waren ja die, ja. Die Pokis waren das hier. Gom, nom, 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 nom. Hat's geschmeckt, Yoshi? Ja. Das freut mich. Die sind jetzt... Die können nerven. Müssen sie aber nicht. Und sie nerven einen. Yoshi! Essen fassen! Oh, Junge! Junge! Nom, 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 nom. Voll lecker! Das freut mich, Yoshi. So, jetzt machst du den hier auch noch platt. Reinhauen. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Hier war doch irgendwo noch eine. Ach ja, da oben ist die Münze. Münze, 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 Münze. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich will die nur haben. Oh, scheiße. Oh, Gott sei Dank. Nein.
Immer diese blöden Pokis. Ja. Komm. Es gibt einen Poki auf der Welt, den ich cool finde. Das ist der von Dedalek. Der Dedalek. Ja, und die anderen Pokis, die sind blöde. Und nein, ich komme hoch. Doch, ich komme hoch. Haha. Und die zweite ist auch meine. Und jetzt gehen wir hoch. Alter, ich wollte da hoch. Nee, da kommen wir nicht hoch. Verdammt! Dann gehen wir mich hier holen. Gehen wir hier rein. Bin ich jetzt hier richtig? Ach ja, wir kriegen ja hier einen neuen Freund. Einen anderen Yoshi. Hier kriegen wir einen neuen Yoshi. Einen anderen Yoshi, und zwar so einen gelben. Der uns das Ganze ja hier erhält. Und das ist voll cool. Der Yoshi ist richtig cool. Nein, Yoshi, kommst du her? Nein, oh Gott, Fledermäuse überall. Geht mir nicht auf den Senkel. Oh, hier war doch irgendwo noch ein... Oms. Oh, ey, diese blöden Fledermäuse, die gehen mir voll auf die Nerven. Oms. Alt, da muss ich jetzt hoch. Na, hier haben wir auch noch eine schöne Münze versteckt. Die müsste hier gewesen sein, oder? Ja, die ist sogar hier. Ich hab jemanden vergessen. Oh Gott. Und zwar, hier kriegen wir eigentlich noch einen anderen. Wie kriegen wir unseren normalen Yoshi-Freund? Boah, ey, guckt euch das mal an. Überall diese blöden Fledermäuse. Ich hasse Fledermäuse. Also jetzt im Spiel. Normal sind die Fledermäuse cool. Sehen schön aus. Fledermäuse sind auch coole Tiere. Und? Was ist da oben eigentlich? Ach, nischt. Okay. So, und Wuppi, Leben. Wieder eins. Wir kriegen so viel Leben. 31. Cool. Ja! Cool! Wir haben dreimal die gleiche Zahl. Tausend Dank für deine Hilfe. Hier, greif zu. Und ein Pilz. Wunderbar. Läuft doch gut, ey. Die zweite Welt. Haben wir schon viele Münzen gefunden. Das ist ziemlich gut. Und wieder ein Pilz. Läuft doch richtig klasse hier, das Spiel. Loch der Loderschlangen. Loderschlangen. Mein Gott. Wir sind so am Arsch. Nein, wir schaffen das natürlich. Loderschlangen sind halt ganz normal, diese Schlangen, die wir überall kennen, also diese Feuerschlangen, und die würden wir einfach aufnomsen. Ich war Yoshi. Aufnomsen. Nom, 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 nom. Noms. Puh, ganz schön warm. Und hier hoch, bitte. Und die erste Mütze. Uff. Lieber ein bisschen vorsichtiger sein. So, jetzt kriegen wir unseren neuen Yoshi. Und zwar den goldenen. Und mit dem können wir hier die ganze Welt erleuchten. Schade, dass man nicht beide Yoshis mitnehmen kann. Weil dann könnten wir nämlich unseren kleinen rosa Kumpel noch behalten. Ah, nein, nein. Was auch cool ist, wir können halt hier die Höhle erleuchten. Und alle Gegner, die halt davor sind, halt vor uns stehen und so alles, und dann halt von diesem Licht getroffen werden, die verschrecken sich voll oder fallen zurück oder sowas. Das ist voll cool. Mach, pass auf. Gucken wir das jetzt hin. Ja. Ja, ist das hell! Ja, und die weichen dann halt zurück und so. Auch eine coole Sache. So, mal gucken, ob ich mich erinnern kann, wo hier die ganzen Münzen waren. Ich glaube, hier war noch eine drin. Oder war hier eine drin? Ich glaube, ich weiß es nicht so genau. Ne, hier war keine mehr. Hier war keine. Hier war nur ganz normal. Omf, nomf. Nomf, 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 nomf. Nomfen. Ach, Leben, cool. Ich habe ja nicht genügend Leben, also das ist... Ich brauche ja Leben ohne Ende. Ich spiele auch gerade so schlecht. Was haben wir hier? Oh, noch ein Yoshi. Ah, der hat mir gerade nochmal einen Pilz gegeben. Und aufnumpfen. Und du auch noch. Komm mal her, aufnumpfen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Spring. Oh, nom, nom, nom. Auch voll fies, dass der kleine Yoshi gerne umbringt. Aber ich glaube, der kann auch nicht wachsen. Also wenn wir den sehr krass füttern, wächst er trotzdem irgendwie nicht. Also so, wie ich das jetzt bis jetzt mitbekommen habe.
kann der, glaube ich, auch nicht wachsen. Und da haben wir das nächste Amt. Noms. Und Powerschalter. Und die zweite Münze. Ich freue mich. Aber das Spiel ist wirklich toll. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es schade, dass viele sagen, ja, das Spiel ist immer noch so, hat sich nichts verändert und so. Aber ich finde, das ist gar nicht wahr. Es gibt schöne Neuigkeiten hier, also schöne neue Sachen hier. Zum Beispiel halt diese ganzen kleinen Baby-Yoshis. Finde ich voll cool. Dann haben sie die Textur von, also so, die haben Mario schön neue Textur gegeben, was schön aussieht. Kennt man gar nicht von Mario. Ey! Oh, nicht mein Yoshi angreifen, ja? Das sehe ich nicht gerne. Hier, stirb. Aua! Und nicht ich. Der soll sterben. Und nicht ich. Ich will nicht sterben. Und die letzte. Juhu! Die letzte Mütze. Oh, läuft der Dude die ganze Welt jetzt schon geschafft, Alter. Das ganze Level. Ich sag immer Welt. Obwohl ich nicht Welt sagen möchte. Mein Gehirn denkt sich, okay, ey, du sagst jetzt Level und was passiert? Welt. Egal. So, damit haben wir das Level zu 100% geschafft. Und zack! Ach, Mist! Ein Pixel hat hier fehlt. Oh yeah. Juhu! Level beendet. Und nochmal ein One-Up. Ja, der kommt leider nicht mit uns mit, weil das auch nichts bringen würde. Weil er muss in der ist halt nur effektiv in dieser Höhle drin. Und wenn wir in der Höhle drin sind, dann kann er uns halt alles erleuchten und so alles. Ist ja eigentlich logisch. Trouble im Turm der bewegten Steine. Ja. Und hoch geht's. Juhu! Erste, auch ganz einfach die erste Münze hier. Zack. Münzen! Oh, wir sind kurz vor Ende des Parts wieder mal. 3 Minuten noch. Schaff ich. Ist einfach. Komm her, Stein. Einer gegen den Viech laufen. Zack, rüber. Wupp, wupp. Speedrun-mäßig. Juhu. Tot. Ah, das war jetzt blöde. Mal gucken, ob ich es jetzt noch schaffe. Nein. Ah, verdammt. Weil da oben ist nämlich die zweite Münze. Und die werde ich mir jetzt holen. Hahaha. Wubi, rüber. Und den aufmachen. Ja, den Weg, besser gesagt. Alt und. Ja. Uhui. Knapp. Aber ich schaff das hier. Ich bin der beste Mario-Spieler überhaupt. Natürlich nicht. Ich bin so schlecht. Eigentlich bin ich. Ich bin eigentlich bei Jump'n'Runs nicht schlecht. Eigentlich spiele ich gut. Aber irgendwie auch schlecht. Manchmal. Hat man ja bei Donkey Kong gesehen. Alt, du runter. Der kann ja nicht sterben. Alt. Du gehst mir auf den Sack. Stirb. Naja, der ist ja schon tot. So, warte mal. So, wo war hier nochmal das? Ach ja, ja, ja. Man denkt eigentlich, okay, man muss da in diese andere Röhre da reingehen. Die andere Münze ist ein bisschen fies versteckt und zwar hier drin. Kam ich am Anfang auch nicht drauf. Nur durch Zufall. So, halt. Ach nee, war blöde jetzt, warte. Der muss ja da lang und jetzt muss der da lang. War auch wieder blöde. Ach Mann. Ich muss erst zur Seite. Dann kann ich das machen. Und so, das haben wir. Jetzt kann ich mir die Münze schnappen. Und ganz gemächlich den Part beenden. Schade, ich dachte, wir schaffen den jetzt noch bis hierhin. Bis zum Endboss. Bis zum Boss hier. Zack, rüber. Ruff, rüber. Mann, oh. Uhu, juhu, ja, Mann, oh. Hätte ich sagen müssen. So, die noch töten. Rein und Feuer! Endboss. Warte, hier? Ne, andere Seite. Wuppi! Hier war wieder die Münze, die ich brauche. Nicht Münze. Die Feuerblume. Und jetzt können wir bum bum einen in die Fresse hauen. Aber das würde ich sagen, das machen wir im nächsten Part. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Wiedersehen.